Hallo und willkommen zu einer neuen Preview-Folge. Aus der Community kam ein Vorschlag, dass ich mir unbedingt das neue Produkt von Xiaomi Randa anschauen soll. Grüße an der Stelle an Nevio und vielen Dank fürs Zuschicken. The Equalizer. Ja, Miranda ist auf jeden Fall ordentlich mit der Qualität. Die letzten Releases hatten ordentlich krasse Quali. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt und vor allem auch auf den Trailer. Ich würde sagen, wir gucken direkt mal rein, was uns hier erwartet. Okay, Hearing. Also es ist scheinbar irgendwas mit Sound. Und ich finde es generell geil, wenn es um Sound geht, weil es ganz wenig Zaubereffekte ist. Es gibt einige, aber im Vergleich zu den allen anderen, es gibt relativ wenig, das mit Sound arbeitet. Mir fällt jetzt gerade Ping von Tobias Dostal ein oder so. Ein paar so Sachen gibt es schon, aber das meiste ist halt bei Zauberkunst nur mal visuell, ne? Der Trailer schon wieder. Epicness einfach voll aufgedreht. Welcome to Equalizer, a micro speaker system made from the ground up with a professional magician in mind. Micro speaker system, okay. The unit has a magnetic detachable speaker that can be. Okay, das sieht jetzt zwar nicht so mega professionell aus, aber placed in the magician's sleeve, under the clothing or at the belt. The sounds are activated by a single central button. The unit vibrates when the sound. Ah, okay, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob es in diese Richtung geht, aber Joe hatte mal ein so geiles Gimmick. Ich glaube, das hieß Sounds Are Amazing oder so ähnlich. Das waren auch Lautsprecher, die man am Körper getragen hat. Und da konnte man halt irgendwie so entweder so Luftgitarre spielen, dann hast du auch wirklich Gitarrensound halt gekommen. Oder auch einfach so Applaus einspielen an halt Momenten in der Routine. So, ey, so bei so einem Gag oder so einfach einen Applaus einspielen. Kam echt cool an, ja. Schauen wir mal, ob das hier is about to be played, so the magician is always in control. Okay, also sie haben das in einem Kartendeck versteckt, zum Beispiel hier. Always in control. Okay. Okay, es ist halt. Ja, ist ein cooler Ansatz für hier die. Wir hatten ja mal so eine Glocke auch, ne? Die dann automatisch geglockt hat, gebimmelt hat. Comes with a specially gimmicked music box that stops playing music and disappears right in front of the audience's eyes. Oh, das ist ein cooler Effekt. Ah, oh, das ist cool. You can give the perfect illusion of opening a soda can. Even spooky effects for Halloween. Give me Harry Potter. Or the classic spirit slates, where the audience can really hear the shulk scratching before the revelation. Or perform the classic find the matches effect with short sleeves. Or giving life to a drawing. Aber er hat das doch hier gar keine Ärmel die ganze Zeit. Wo ist denn hier das Gimmick? Also. Weil die Schachtel wird dann gleich zusammengeknüllt, ne? Effekt with short sleeves. Or giving life to a drawing. Okay. Ja, genau, den Radioeffekt, der! Boah, das ist ein uraltes Street Magic Video von uns, da haben wir das, glaube ich, auch mal drin. Ja, da kommt echt cool an, so eine zerrissene, Joe hat so eine Karte zerrissen, so ein Radio in zwei Hälften und dann immer, wenn er zusammengesteckt hat, kamen halt so diese typischen Radiogeräusche. Es kam echt cool an. With Equalizer, the performer can repeat each sound individually or in sequence, depending on the routine. Okay, okay. Each sound was professionally recorded to match the real one. Hat er jetzt da gerade das Kartenriffeln als Sound eingespielt? Okay, ach so, dass man, jetzt check ich, dass man im Prinzip hier
Also haben sie es aufgenommen und jetzt kann ich quasi die Illusion auditiv erzeugen, dass das ein ganzes Kartenspiel ist, um dann das Deck zu vanishen. I know. Equalizer comes loaded with sound effects to get you started. However, the performer can upload hundreds of sounds into a micro SD card that connects into the main unit. Get Equalizer at your favorite Magic dealer. Nice, nice, nice. Also das kommt auf die Liste. Das müssen wir uns unbedingt in der Review anschauen. Jetzt, okay. Jetzt muss ich nur noch gucken. Ich bin interessiert halt, wie teuer ist der ganze Spaß. Aber ich sag mal so, das Ding hat nämlich, das ist auch der Grund, warum ich es mir unbedingt anschauen möchte, wahrscheinlich einige Knackpunkte. Weil es kommt halt darauf an, wie gut der Sound ist. Also ich gehe jetzt bei Yao Miranda mal mit einer sehr, sehr guten Qualität aus, was das Gimmick angeht. Aber es kommt halt wirklich darauf an, wie gut diese Sounds sind. Ich meine, bei diesen Klingeln, bei diesen Glocke oder diesen Riffeln und so, das sind ja so kleine Sounds. Da glaube ich, dass man das schon täuschend echt hinbekommt. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also wir werden es auf jeden Fall näher anschauen. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob ihr andere Soundeffekte, also Zaubereffekte mit Sound quasi, die mit Audio funktionieren oder enttäuschen, wie auch immer, kennt und habt. Und ja, was eure Voreinschätzung so ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Review oder in der nächsten Preview. Und in diesem Sinne, bleibt magisch.